Ey Leute, was geht? Wir sind wieder da. Ghost of Tsushima Teil 6. Ich bin heiß. Ich werde jetzt hier noch meine Posties machen. Alle wissen, ich bin online. So, der Tweet wurde gesendet, sehr gut. Was machen wir jetzt eigentlich hier? Schönes. Die Frage ist, ob wir jetzt hier weiter wirklich looten wollen oder einfach sagen, gut, egal. Weil wir auch noch andere Gebiete haben. Aber wir könnten ruhig mal wieder eine Hauptmission, glaube ich, machen. Guck mal hier, zu denen können wir auch noch gehen. Achso, wir wollen direkt hin teleportieren. Ghost of Tsushima. Hat das gepostet? Wird noch hochgeladen. Nebenbei kann ich mal mit diesem Hans hier reden. Wo ist er denn? Wie lang? Hier drin ist aber. Oder ich schreibe mal auf Facebook nebenbei. Posten. Hat da jemand eine Frage? Hey Samurai, wenn man das Hauptspiel als Disc hat und das DLC aus dem PS Store kauft, klappt das denn oder muss das beides digital sein? Das müsste ja klappen. Weil die DLCs kannst du ja gar nicht auf Disc kaufen. Weil die DLCs gibt es ja nicht als Disc. Ja klar, wenn du eine ganz normale Erweiterung, die du da kaufst. Vielleicht kann ich Gernot Knobbe damit helfen. Der gute Gernot. Okay, jetzt konzentrieren wir uns hier wieder auf Mainz. Ich freue mich über mehr Banner. Ja, der Typ ist richtig drauf, Alter. Ich las gerade Ich eine freue Schrift über mich die über Geschichte ihre des Banner. Adachi-Clans. Dort stand, ihre ersten Fürsten galten als die großen Erbauer. Wisst ihr wieso? Sie erbauten den goldenen Tempel von Ariake und die Leuchttürme auf der Insel. Fürst Adachi half meinem Onkel sogar bei den Wehranlagen der Burg der Ahnen des Shimura-Clans. Sie konnten auch gut Bauwerke zerstören und halfen so, die Yarikawa-Rebellion zu beenden. Ich hatte keine Ahnung. Danke für die Lektion, mein Herr. Ich weiß eure Bemühungen zu schätzen. Lebt wohl. Wolkenloser Rausch. Dieser Datte soll das Gewicht vermitteln, über einen klaren Himmel zu gleiten. Okay. Ich wollte nicht besprechen, habe ich noch mehr zum Abgeben? Nee, leider nicht. So, bin ich fertig mit dem Post. Ghost of Tsushima. So. 3, 4 noch und dann sind wir durch. Wir können uns wieder auf die Mission dann stürzen. Die Hauptmission. Ja, ich will ein bisschen Hauptmission und Nebenmission machen und nicht großartig looten, weil ich glaube, wenn ich darauf Bock hätte noch, dann kann ich das irgendwann noch machen nebenbei. Aber wenn das Gebiet 2 und 3 auch so umfangreich ist, dann ja, ich werde da auch noch ein bisschen was zu tun haben. Oder beziehungsweise, wenn ich dann alles freigespielt habe, dann ist es ja auch doof. Weil dann kann ich nichts mehr so richtig, wie sagt man, nicht freispielen, sondern dann kann ich einfach nichts mehr Neues dazu kriegen und dann vergeht natürlich so ein bisschen die Lust, wenn du dann umsonst, sag ich mal, lootest. Ja. So. Das sind alles alte Gruppen. Da könnte ich noch reinschauen. Hier mache ich noch einen Post und dann reicht das, denke ich. Gut. Dann lerne ich das Shuji-Attentat. Wo müssen wir jetzt hin? Weiter schon natürlich. Da lang.
Hopp. Ich würde gerne den Haken hier viel mehr einsetzen, aber unten ist noch was, wa? Da könnte ich auch so heranspringen, glaube ich, wa? Komm ich hier so easy hoch? Guck mal. Ah, anders kommt es auch gar nicht hoch. Sehr gut. Ich hoffe, mein Stream hat jetzt nicht geleckt, weil ich hier. Ah, das hat funktioniert. Nebenbei mein Stream angemacht hatte, auf meinem Laptop. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich hatte keine Einbußen, zumindest keine Frames. Okay. Ja. Nein! Ja, warum will er das hier nicht aufnehmen? So, kann ich hier gegenboxen? Ups. Das ist doch hier die Schmiede, wa? Doch nicht. Und wo ist denn die Schmiede jetzt? Da oben. Kann ich hier was verbessern? Willkommen zurück. Euer Katana für euch schärfen. Ah, ich kann das kleine auf Maximum Verzeiht. machen. Ihr habt nicht das, was Ah, ihr ich für die mach's einfach Arbeit mal. Dann benötigt. ist das doch erledigt. Dann doch das große hier, 2 Stufen. Weil das könnte ich schon machen, weil ich genug Gold habe. Lebt wohl. Ja, easy peasy. Eine Ehre. Eine Ehre. Du bist noch hier. Enttäuscht? Ich dachte, du gehst, sobald ich den Wurfhaken habe. So ist ein Weg zum Festland. So verlockend das auch klingt. Du hast Taka das Leben gerettet. Gerne. Wir sind erst quitt, wenn dein Onkel frei ist. Freut mich zu hören. Gib den anderen Bescheid. Was soll ich sagen? Wir dringen in Burg Kaneda ein und befreien Fürst Shimura. Jetzt gibt's endlich mal eine richtige Beulerei hier. Hey, das Noob Raider. Der Name, danke für dein Follow. Das Noob Raider. Es heißt, euer Neffe jagt meine Männer. Reißt sie in Stücke wie eine Bestie. Ihr tatet schon Schlimmeres. Ach, ihr tut so, als seien wir verschieden. Doch wir kämpfen für dasselbe. Für ein Vermächtnis, das uns überdauert. Ich schuf mein Vermächtnis mit Pflicht und Ehre. Brachte Ordnung für meine Heimat und Gerechtigkeit für mein Volk. Ihr seid nicht so wie ich. Euer Neffe ebenso wenig. Aber sein Name ist an euer Vermächtnis gebunden. Vermächtnis ist mehr als ein Name. Stimmt. Eure Familie lebt seit Generationen hier. Die Burg eurer Ahnen liegt oben im Norden, nicht? Ich freue mich schon, sie zu sehen. Und ihr werdet hier langsam verhungern. Allein. Und ohne Ehre. Einige Stunden später. Verdammt, Ryoso. Wo steckst du? Alle sind hier. Ach, der Roland, wa? Denn der sich drückt, zeigt dir. Nein. Wir treffen uns am Bauernhaus. Sprich mit deinen Verbündeten. Optional, ich muss das vielleicht machen, um die Mission, dass sie weitergeht. Die Mörder meiner Familie können noch ein wenig warten. Auch meine Jagd nach Tomoe. Der Typ ist so nervig. Ihren Anführer. Mit eurer Hilfe ist er bei Sonnenaufgang frei. Macht euch bereit. Wir greifen bald an. Ja. Mehr Verbündete habe ich daran, oder? Eure eigene Schülerin. Doch, Kenji habe ich noch hier. Ich hasse Sake. Und Taka. Taka, Taka. Taka. Ein fantastischer Wurfhaken. Schön, dass er euch gefällt. Yuna sagte, ich soll bleiben,
Aber ich wollte euch alles Gute wünschen. Das ist eure Ausrede, Kenji. Ich trinke nicht gerne allein. Stellt euren besten Sake beiseite. Wenn wir Fürst Shimura retten, haben wir viel zu feiern. Nur das Beste für den Jito. Okay. Passt auf euch auf, Fürst. Sprich mit Dune, um deinen Angriff zu koordinieren. Zu Beginn. Da lang. Also weiter in die Richtung. Ah ja. War es ja schon. Er gehört. Es ist Zeit. Heute befreien wir Fürst Shimura. Ich erwartete eigentlich Strohhutverstärkung. Ja, ich auch. Und wir können nicht länger warten. Wir haben zu lange gewartet, dann können wir noch weitermachen. Ich dringe mit dem Wurfhaken in die Burg ein. Wenn ich den Alarm ausgeschaltet habe, könnt ihr sicher durchs Haupttor stoßen. Mhm. Die Mongolen halten Fürst Shimura wohl im Burgfried fest. Wenn der Alarm Langer Krieg. Vielleicht hin. Wir können das Haupttor stürmen und sie überraschen. Nein, wir gehen leise vor. Wir hacken uns eine Schneise zum Burgfried, retten Fürst Shimura, ziehen uns zum Haupttor zurück und fliehen. Okay. Klingt nach Selbstmord. Jawohl. Einem direkten Angriff. Dazu müssen wir hineinschleichen und den Feind im Schlaf erwischen. Wie ein Dieb. Oder ein Geist. Ein Geist. Das ist doch so. Shimura zählt auf uns. Brechen wir auf. Okay. Sicher, dass das klappt? Das muss es. Natürlich wird es klappen. Oder er fliert mit Fisch Shimura und das ist sozusagen dann die Hauptaufgabe im ganzen Spiel. Ich bin super vorsichtig. Vorsicht ist ein zweiter Name. So. Ich versage nicht noch einmal, Onkel. Ja, jetzt sind wir ein bisschen stärker und besser geworden. Mitte deiner Leiche eigentlich. Okay. Teile sind voll. Findet den Mongolen haben, löse keinen Alarm aus. Machen wir ganz Silenzio. Schade ist halt so ein bisschen, ich kann die alle töten auf leise und so, aber ich kann keine Leichen verstecken, wa? Da liegt einer. Schieße ich da jetzt durch, oder? Nein, ich will jetzt auch nicht. Ich geh mal wieder raus. Da ist einer, den kann ich doch, warte mal, ich glaube hier rum, dann töte ich den, wenn er hier davor steht. Ja, da oben ist auch einer, den werde ich auch gleich ausschalten am besten. Dann... Sensei Ishikawa kümmert sich um die Speer. Sehr gut. Ah, schön, dass er auch mal hilft. Okay. Da ist einer, schau mal. Jetzt gehen wir hier ganz leise rein. Blut gibt's hier nicht. Leise und tödlich. Ich kann nicht meine Munition abholen. Ich hab lieber ein bisschen Eisen oder sowas oder Gold oder Stahl. Besiege die Mongolen, die den Alarm bewachen. Das ist der Alarm. Der da oben ist tot. Das sind ja nur zwei an sich, wa? Runter! Soll ich schon sagen, Digga, willst du nicht mal runtergehen? Der ist da und der ist da. Okay. Was? Sensei, ihr und Kenji sichert das Haupttor. So gut wie erledigt. Yuna,
Kannst du den Pfad an der Klippe säubern? Ich kümmere mich darum. Gut, wir treffen uns an der Brücke. Okay, ich will eine richtig dicke Wollerei haben. Jemanden vergessen? Bisschen geschlacht. Ihr kommt mit mir. Will sie euch vergessen haben? Da ist eine Belagerungswaffe. Letztes Mal war sie auf Juna und mich gerichtet. Dieses Mal nehmen wir sie uns. Wir müssen den Hof sichern. Leise oder aggressiv? Eure Wahl. Ich probiere es erstmal leise, glaube ich, wa? Oh, 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 oh. Hat super funktioniert. Hat richtig geil funktioniert, du warst leiser. Ich hab doch Kreis gedrückt, Digga. Stirb, stirb. Wo ist denn der Bogenschütze eigentlich? Nix, Kosho, ja du Penner. Komm her, du Sack. Hä? Jetzt bin ich aber... Ey, da war er so stark. Und auch so wendig. Erstmal hier. Mal kurz finito. So, gibt dir noch einer? Ja. Mag ich nicht. Man kann überleben dann. So, danach geht es da sicherlich weiter. Wir gucken, ob hier drin noch was liegt. Heute. Unterquetschen. Ich werde es eigentlich wirklich leise machen, war aber nicht ganz funktioniert. Okay. Was warte ich jetzt mit ihr? Könnte die Hoatscha bedienen? Das schaffe ich schon. Wenn ich Fürst Shimura habe, werden uns die Mongolen verfolgen. Erledigt sie. Mit Vergnügen. Passt auf euch auf. Ihr auch, Masako. Schon mal näher, da bitte. Ich kann auch hier drinnen schauen, ob hier was Gutes ist. Hier dürfte ich ja nicht gewesen sein, wa? Oh! Aber hier ist einfach gar nichts. Okay, ich dachte, ja, vielleicht wird das hier belohnt, wenn man lootet. Aber nein! Hier ist Juna da oben, glaube ich, ja? Hoffe ich. Pep, pep, pep! Heute! Da unten sind auch Verrückte, schau mal. Folgt mir. Was? Ja, ich sehe, dass das Tor bewacht ist, und? Ich verstehe jetzt das Problem mir nicht. Schalte ich halt alle nacheinander aus, oder? Kann ich jetzt hier runter? Aber ich schaffe es, die Beute mitzunehmen. Okay, schnell zurück. Ja, so gut jetzt. So. Hopp, hopp, hopp. Der ist aber hier, der hat auf jeden Fall ein scharfes Auge, der Kleine. Verdammte Scheiße. Haben die es mitgekriegt? Scheinbar. Ist der jetzt da hoch oder nicht? Ne, ich dachte. Hätte ich mich ausschalten müssen, aber wenn er nicht hochgeht. Dann ist ja alles easy. Ich hoffe, ich wäre jetzt raufgesprungen, dann wäre ich hier schön runtergefallen. Da sind drei. Ich könnte, Alter, mit einem Attentat alle auf einmal besiegen, wa? Ich versuche das mal hier drüben schnell. Hopp. Kettenattentat. Hat keiner mitgekriegt. Oh, das war ich. Dachte, wer steht mir denn da im Weg? Aber das war Juna. Okay, jetzt ist die Frage, wie kriege ich jetzt alle drei? Oh! Uff. Sehr knapp gewesen. Aber hat er geschafft. Gut, ich bin schwächer.
Hä? Verstehe nicht, warum ich hier keinen Captain-Up-Pop machen konnte. Ja, natürlich hat er seine scheiß Bombe direkt geworfen, wa? Komm her. So. Das wäre einfacher, wenn deine Strohhutfreunde helfen würden. Joso hat versagt, das vergesse ich nicht. Ist so. Ja gut, ich will Samurai werden, weißt du, und jetzt, wo es hier noch ankommt. Ah, hier wurde schon als erstes mal von der Brücke gestoßen, wa? Am Anfang des Spiels. Ich erinnere mich. Ich werde die Vorräte mitnehmen. Okay. Und jetzt holen wir uns hier die Leute. So weit bin ich letztes Mal gekommen. Der Kahn läuft nicht von dieser Brücke? Nee, ich hatte eigentlich Bock, einfach runterzuspringen. Haltet die Brücke. Ich finde einen anderen Weg. Naja, hier muss ich ja nicht, was sieht schon so aus. Da? Ja, oder hat es Sinn, hier runter zu gehen? Nee, also muss ich hier runter. Ja. Das sollte klappen. Gutes Auge. Wenn du drin bist, öffne das Tor für mich. Ich hab der einfach mitkommt. Dafür habe ich diesen Wurfhaken gebraucht. Hoppsali. Ach, da oben war was. Hab ich nicht gesehen. Jetzt machen wir den Assassin's Creed Style. So, durchzwängen. Durchzwängen. So. Ich könnte Jonas Hilfe brauchen. Wir sehen die Mohlenwache. Dafür das Problem für Juna. Hä? Achso, ich wollte sagen, wer schießt hier mit dem Pfeil? Ja. Würde ich auch alleine schaffen, aber. Ich merke schon, ihr wollt, dass ich sie dabei habe. Dann machen wir das auch. Da bist du ja. Leise. Noch mehr wach. Du bist ja so, als wenn ich ein halbes Jahr weg war. War da oben einer? Das weiß ich gar nicht mehr. Da ist irgendwo einer. Den werde ich einfach so ausschalten, ist das sicher. Oh! Hä? Sie hat an ihm vorbei. Ja, alles easy. Das muss so sein. Okay. Hier habe ich eine bessere Aussicht, ob da oben noch einer ist. Ne. Hm. 2, 2, 2. Ja, es ist eigentlich egal, wie ich das anstelle. Ich kann nicht alle leise töten, glaube ich. Ich kann es versuchen. Ich werde den jetzt erst töten, dann den da vielleicht. Na ja, guck mal, der. Mann, ey, kann nicht sein jetzt hier. Der mit seinem scheiß Helm, der schießt einfach auf die Beine. Kannst du noch so viel mit deinem Brennling hier rumrennen? Oh! Digga! Jetzt bin ich aber sauer, du kleiner Pisser! Dass die so schnell diese Bombe zünden. Oh, hier ist ja noch einer. Mann, ich dachte, die hilft mir mal. Ganz ehrlich, dann hätte es auch nicht mitkommen müssen. Oder? Dann hätte es auch außen bleiben können. Coole neue Windglocke.
Ach, kann ich die vielleicht dann dagegen schießen? Werden die da vielleicht abgelenkt gewesen? Wahrscheinlich, ja. Aber gut. Hier ist nichts mehr. Okay, ich dachte, ich kann ja auch durchtreten durch die Tür. Hier ist nichts mehr. Das ist das Lagerfeuerlied. Und der hat von dem einen nichts gehört. Okay. Der Samurai, ich bin doch hier. Ich dachte, ich kann ihn... Oh, ja, in die Eier geht auch. Da fällt er auch dort rum. Witzig. Witzig. Mal einmal ins Haus hier. Schauen, ob ich was Schönes mitnehmen kann. Weil ich ja meine Waffe da schnellstmöglich verbessern will. Und wenn ich das habe, dann ist es eigentlich egal. Dann muss ich gar nicht mehr looten. Weil, ja, dann haben wir alles. Größtenteils den Bogen natürlich noch und so. Aber das ist nicht mehr... Das kann man ja auch so ein bisschen nebenbei machen. Aber wenn eine Waffe erstmal auf Maximum ist, dann brauche ich vielleicht nicht mehr nur noch zwei Hiebe für die. Ich habe das Gefühl, wenn meine Waffe stärker wird, die Gegner werden auch stärker. Hier durch. So. Woher kommt der an? Der Khan zahlt ein Kopfgeld für den Geist. Und jeder kann es fordern. Lass es. Meine Männer verhungern, Jin. Rette mit mir meinen Onkel. Digga, der will er jetzt nicht wirklich hier gegen mich kämpfen, oder? Samurai. Ja, ich werde das auseinandernehmen. Und schickt uns in den Tod. So wie er es in Komo. Was ist er für ein Typ, ey? Yoso. Er ist deine Familie, Jin. Verrat und mit dem Tod bestraft. Ich muss meine schützen. Ist das ein Idiot, ey? Ich konnte ihn gerade leiden. Also jetzt, weil er nicht mehr kam, nicht mehr, aber jetzt wartet er und wir kämpfen. So ein Fall Spast. Aber okay, dann ja, ich schlachte dich einfach nicht ab. Oh. Ich mache es ganz schnell. Ja, weißt du, wer es schnell macht? Ich, du Wichser. Wir waren Freunde vor einer Ewigkeit. Bei mir klappt das, wenn der Hinschlag hier nicht so gut war. Jetzt. Digga, das trittst du mich denn, du Idiot? Halt, bevor es zu spät ist. Du hast mich doch schon einmal nicht besiegt. Warum denkst du, du kannst jetzt hier auf einmal... Oh, den habe ich nicht erwartet. Den Move. Oh. Ist halt so. Hä? Was sagst du denn jetzt? Oh, Vogel, du. Stirb doch mal jetzt. Ich kann leider keine Dings werfen oder so. Oh. Der war ja gut. Der war perfekt, glaube ich. Genug. Es ist noch nicht zu spät. Doch. Rette mit mir unsere Heimat. Hä, was denn los mit dir, Digga? Wird schon umbringen, jetzt verraten. Sie gehört jetzt ihnen. Yoso. Er ist hier! Der Samurai ist hier! Was er für ein Feigling? Ja, jetzt rennt der weg oder was? Ist das ein komischer Kauz? Was für ein Vollidiot.
Betrete den Hochfeld und fährst nur zurück und sieht die Mongolen. Das ist theatralische Musik. Muss ich das Torf machen oder so für sie? Ne. Ist egal, jetzt ist es egal, wa? Jetzt muss ich ja alleine das machen. Zeugenschutz? Was heißt das? Er schießt einen rängsüßen Gegner auf der Flucht mit einem Pfeil. Okay. Schisser. Okay, hier werde ich jetzt nicht rumlaufen und suchen. Aber da sind Beute, die nehmen wir natürlich nochmal mit. Oder laufe ich jetzt einmal hier rum? Was meint ihr? Könnte sich lohnen. Auch Bomben, das brauche ich nicht. Ach komm, wir machen eine schnelle Runde. Müssen wir später nicht machen, wahrscheinlich. Ich habe nochmal meine Ressourcen aufgefüllt. Vielleicht gibt es nochmal einen dicken Kamm. Vielleicht kann ich jetzt diesen Khan töten. Dann muss ich später im zweiten Akt Rioso und am dritten Akt den Obermongolen-Typen. Den Obermongolen-Hans. Aber, okay, ja, aber jetzt ist so viel gewesen. Vielleicht liegt hier noch was. Aber ansonsten, wenn wir dann. Ach, Bombe, Mann. Wer spielt denn mit sowas? Ich finde die Riose, die sind mega geil, die sind super stark. Reicht. Ja, okay. Fast volles Leben reicht auch. Hallo! Ah, ich könnte die herausfordern. Habe ich das Rad einfach mal gedrückt. Nächster. Nächster. Ah, guck mal, ein Schlossner ist wieder voll. Für dich, dich mache ich richtig kaputt, mein Freund. Komm her. Warum ist er denn so stark? Denkt er denn, wer du bist? Eigentlich ist sowas so stock, ja. Der typische Mongolentower, wenn man ihn aus South Park kennt. Du musst hoch und pro Etage sind wahrscheinlich Mongolen. Nicht witzig. Okay, Vorräte noch und dann geht's hier los. Ach, das klappt? Wie cool, Shoji-Attentat freischaltet. Ach, das ist dieses Shoji-Attentat? Witzig. Wirklich. Das war cool. Hätte ich das einmal schon früher gebrauchen können, aber gut. Da ist nichts mehr. Wie kann ich nur. Ah ja, R1 war das. Vergessen wir, wie ich das werfen kann. Das ist aber gut hier. Kurz mal heilen noch und. Soll ich sein Leben beenden? Hier geht's auch hoch. Aha. Aber ist ein bisschen schade, dass es hier nichts so gibt, also oder wenig, dass man nicht so richtig belohnt wird, wenn du jetzt wirklich ja akribisch lootest. Das ist echt cool, das Attentat. Stellt euch, Feigling! Okay, ich komme! Jin, schnell! Ganz in Ruhe, mein Kleiner, ja? Kunai voll. Wow! Mit einer Rolle reingeschaut. Ich wusste, ihr kommt, mein Junge. Das ist eine Falle. Euer Vater wäre stolz. Das ist eine Falle. Ich bin euer Diener, mein Herr.
So weit wird es nicht kommen, dass ich diesen Diener benutze. Noch nicht. Kotun Khan marschiert nordwärts nach Toyotama. Da ist ein Schwert plus eine Rüstung. Er hat Wachen hier gelassen. Keine echten Gegner für zwei Samurai. Ich habe Verbündete dabei. Wir erobern die Burg zurück. Man wird unseren Sieg besingen. Mhm. Natürlich, wenn wir jetzt alle abschlachten, sonst werden wir jetzt abhauen. Wenn ich so viele Verbündete gesammelt, nur um hier ein bisschen Chimichanga zu machen. Befreien wir den nördlichen Hof von den Eindringlingen. Fürst Sakai, wir locken sie zu uns. Ich bin bei euch. Mann, ja, ich brenne, ich weiß. Willst du mal den Rest machen hier bitte? Ich muss hier nochmal zwei looten. Sensei, Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Mit der Hilfe eures Neffen. Er bestand darauf, euch befreien zu können. Ich hielt es für unmöglich. Weil du ein Spaß bist, Ishikawa. Nicht das letzte Mal, Sensei. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Zu viele Freunde sind gestorben. Und Familie. Fürst Adachi starb ehrenvoll, Fürstin Masako. Nun rächen wir ihn und all die gefallenen Krieger von Tsushima. Machen wir. Es kommen noch mehr. Wir stellen uns entgegen, gemeinsam. Für die gefallenen Krieger von Tsushima. Warum übernehmen die denn ja alle so viel auf einmal? Schießt auf sie, Sensei Ishikawa. Wir geben euch den Kopf. Aber macht ihr ja auch mit? Warum sterben wir nicht? Gut gekämpft. Ihr alle schafft. Ey, Dead by Daylight, Tobi, danke für dein wiederholten Abo im vierten Monat. Props gehen raus, Dobby. Brechen wir ihren Kampfgeist. Mein treuster Fan. Wir werden Kotun Khan in die Knie zwingen. Wir gewinnen diesen Krieg als Samurai. Mhm. Familientreffen. Befreie Fürst Shimura. Okay. Und bitte ihre Burkanäle und rette deinen Onkel. Hab ich geschafft. Hab ich geschafft. Das ist der Punkt. Hätten sie mal ein bisschen mehr Punkte geben können, also einen ist dürftig. Die Mission ging ja nicht super lang jetzt auch. Na gut, halbe Stunde. Zwei Tage später weit im Norden. Doch Shimura. Eine beeindruckende Burg! Wollt ihr mich nicht hereinbitten? Eure Leute sind müde, hungrig, frieren. Öffnet das Tor, rettet sie. Was er jetzt wohl machen wird. Rio, so ihr versprecht Essen für meine Männer. Verdient es. Dieser kleine Verräter. Man könnte ihn so leicht ausschalten jetzt, oder? Er ist einfach so eine feige Sau, dafür wird er sterben. Safe. Was ist denn los mit ihm? Öffnet das Tor! Ah!
Das ist kein guter Anführer. Den einfachsten Weg, um Essen zu kriegen. Und dabei seine eigenen Männer abschlachtet. Sein eigenes Volk. Na, ja, jetzt kommt dein Arsch auf jeden Fall in der Liste. Du scheiß Stroh und Spast. Öffnet. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Oh, die Fackel wäre fast dann hingegangen. Jetzt haben wir die nächste Burg eingenommen. Der Rius ist da so ein Schwein. Naja, Horizont. Dein Onkel sucht nach dir. Es heißt, der Khan hat seine Burg. Ich hätte Rio so nie trauen dürfen. Er hat uns alle getäuscht. Der kleine Ratte. Ich dachte, du bist schon weg. Dachte ich auch. Gehen wir zu meinem Onkel und reden über deine Belohnung. Der hat doch gar nichts gemacht. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ist auf Fetch-Taste. Ah ja, okay. Das ist die Burg. Hier hatte ich halt irgendwas noch nicht. Ich weiß, das war ja der Fürst. Willst du Tsushima noch immer verlassen? Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich könnte deine Hilfe im Kampf brauchen. Nee. Du hast deine Hilfe. Nicht, danke. Du brauchst mich nicht. Ja, ich richtig. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich habe. Du bist ganz verkrampft. Viel Glück mit deinem Onkel. Jo. Danke. Was? Wir besiegen den Khan und den Feigling Ryuzo. Spießen ihre Köpfe auf die Zinnen meiner Burg. Doch ohne euch schaffe ich das nicht. Zählt auf mich. Ich hörte von euren Taten, als ich in Gefangenschaft war. Ihr wart brutal. Impulsiv. Ohne Ehre. Ich tat, was ich musste. Für euch. Ich weiß, Jim. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Der Game Watcher auf Banke. Für dein Abo mit Amazon. Halten wir unsere Heimat gemeinsam. Als Samurai. Sehr, sehr nett. Was ist mit Yuna? Sie rettete mich und half euch zu retten. Das ist ja deine Grundbausteine. Eine sichere Fahrt zum Festland. Sobald das Meer wieder frei ist, gern. Falls sie hilft, meine Burg zurückzuerobern. Hab Dank, Onkel. Wir reiten diese Stunde. Ja, Fürst Shimura. Gibt's hier Loot? Krieg ich irgendwas? Warum krieg ich denn nichts? Ich rette seinen Arsch und eine Burg und... Ich spreche mit Menschen verbindeten. Wo muss ich hin? Da ist der Stall. Okay. Verpiss dich. Mit dir rede ich nicht, du Vogel. Dass du ja mein Verbündeter dich nennen darfst, ist größte Frechheit. Also hier gibt's auch nichts zu looten, wa? Nein. Lass mir in Ruhe. Nein. Du auch nicht. Okay. Warum soll ich mit denen reden? Davon habe ich nichts. Sehr interessantes Stück. Ganz neu. Mhm. Bauernstrohhut. Die
Wir sehen uns wieder. Was hat die hier für mich? Ich hoffe, ich habe, was ihr sucht. Nein. Kunai. Oh. Der Eisen? Leider nicht, ja. Aber ich kann meinen Kunai verbessern. Das werden wir auf jeden Fall tun. Ich hoffe, das hilft. Da ist noch mehr Kapazität. 1400 Dings? Na gut, oder? Also, Vorräte. Ja, ich kann das jetzt auch verbessern. Aber. Mal schauen, was hat das noch? Kann ich mehr davon tragen? Achso, ich kann ja verkaufen, war. Rentiert sich dann auf Zeit, als wenn ich jetzt die 10 verkaufe. Aber hat der Eibenholz? Was ist denn eigentlich jetzt alles hier? Seide, Leder, Leinen. Das könnte ich verbessern. Hier fehlt mir Eibenholz, ist da jetzt ein Stück. Schade. Ah, guck mal hier. Hm. Ich neue Farbe für meinen Sattel. Wo ist denn der Rüstungsmacherin hier? Der macht nur Waffen, wa? Meine Schmiede ist bereit. Verzeiht. Okay. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Hm. Aber keine Rüstungsschmiede hier? Das ist schade. Vielleicht würde ich ja meine Rüstung jetzt einfach verbessern. Was einfach. Was soll ich das Geld jetzt hier horten? Das Geld, die Vorräte und so. Hopp, hopp, hopp. Okay, darunter muss ich. Ah, wird hier nicht. Warum gibt es keine Rüstungsspiele denn hier? Das verstehe ich nicht. Ja, wir haben alles hier. Nee, lass mir in Ruhe. Ja, weiß ich auch. Und du nicht, du hast eine Person getötet, die ich auch geholt hätte. Erzählt mir was von Hinterrücks und so, aber hat dann selber jemanden da Hinterrücks mit dem Bogen erschossen. Ist da was? Nee. Was sagte dein Onkel? Geht gar nichts an. Fürst Shimura gewährt dir Überfahrt zum Festland, wenn du uns hilfst, seine Burg zurückzuerobern. Das ist nicht mein Kampf, Jin. Dies ist unser aller Kampf. Beweise Fürst Shimura deinen Wert und er wird dich belohnen. Versprochen. Fürst Sakai, es ist Zeit! Typisch Samurai. Die Leute bis aufs Letzte ausnutzen. Ja. Steig auf dein Pferd. Noch nichts mehr. Mach die Tür auf. Du bist brav. Die kleinen Sklaven. Nach Toyotama, Fürst Sakai. Wo ist er denn? Hä? Heute mit Fürst. Komm zu mir! Achso, der ist ja gar nicht so weit. Na dann los, jetzt aber. Los jetzt, Kage! Oh, der Abzug geht schon lange, wa? Die Brücke ist kaputt. Doch die Mongolen wissen nicht von dem alten Waldpfad. Onkel, verzeiht, dass ich euch nicht früher befreite. Ihr müsst euch nicht bei mir entschuldigen, Jin. Du bist also unverletzt. Was für ein Mann ist der Khan? Eine schlaue Bestie. Aber ich kenne solche Männer. Nur Ehrgeiz und keine Ehre. Er lernte unsere Sprache, hielt euch am Leben. Worauf ist er aus? Ich sollte ihm bei der Eroberung unseres Festlandes helfen. Er bot mir Reichtum, Macht, Frauen. Er dachte, ihr würdet euer Volk hintergehen. Mariusa hat es getan. Allein werde ich ihn töten. Naja, da wird sicherlich sterben und ich töte ihn dann. Die euch gerettet hat. Yuna ist tapfer, loyal und eine gute Kämpferin. Laut Ishikawa ist sie eine Diebin. Sie ist ein bisschen ruppig, hat aber ein gutes Herz. Überlegt gut, wem ihr vertraut. Ryuzo war auch einst euer Freund. Ja, gut. Uns stehen schwierige Kämpfe bevor. Ich muss mich auf meine Leute verlassen können. Ihr habt meine volle Unterstützung. Und Yunas. Vor langer Zeit beherrschte Chaos diese Insel. Es waren die Samurai, die Ordnung brachten und ganz Tsushima einten. Wir müssen dem Volk zeigen, dass ehrenhafte Samurai weiter für dieses Land kämpfen.
Es wird Zeit, dass ihr nach Hause geht und die Rüstung des Sakai-Clans beansprucht. Das ist die, von Dennis erzählt hatte. Sie ist unbenutzt, seit mein Vater starb. Was war, kann euch nichts tun. Schaut euch dazu ganz schön was mitnehmen. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Können wir jetzt schneller wieder reiten, bitte? Schnell, Kage! Muss ich da hin oder was? Ne, hoffentlich nicht. So weit. Riecht ihr das auch? Verbranntes Holz. Und Menschen. Oh! Im Süden haben sie auch Gehöfte geplündert. Aber nie so. Das ist die Rache des Khans für meine Flucht. Natürlich. Alle übrigen Höfe retten. Ohne sie überleben wir den Winter nicht. Ich sorge dafür. Da sind sie doch. Was haben sie getan? Ja, wir können schon ein Foto machen. Das sieht cool aus. Eine Mongolenpatrouille. Meld sie nieder! Okay. Wow. Wow. Ist hier nichts? Warum hält er denn so viel aus hier auf einmal? Was ist er denn für ein schneller Schießer hier, wa? Nichts da, schau, du Sack. Onkel! Ich hätte als Attentat machen können. Mongol, ich sah sie auf Burkaneda. Die Wölfe des Khans sollen das Volk im Norden erreichen. Komm her, Hund, sag ich schon. Pferd. Hund ist nicht ganz richtig. Die Mongolen haben den Leuchtturm. Wir entfachen seine Flamme, zeigen dem Khan, dass wir kommen. Und geben dem Volk Hoffnung. Wir müssen zu unseren Leuchttürmen und alle erneut entzünden. Hä, wie hat er mich denn erwischt? Mann, ey. Hauptzufälle nehmen wir mit. Boah. Okay. Luftverstärkung, bringt sie zum Schweigen. Was war das denn? Ich wollte da auf den Raum springen, so? Die Mundharbeit ist effektiv gegen Barbaren. Ja, ist ja schön. Warum? Ich will doch jetzt hier gar nicht ändern. Ich war ganz zufrieden mit meiner. Ich habe doch Dings gedrückt, Mann. Was willst du denn von mir? Warte mal kurz. Was war denn die Speer? Das ist, glaube ich, ein Speer, wa? Ja, ich hab schon. Ja, das funktioniert doch viel besser. Nichts, Dorscher.
So. Sie wollen uns einkesseln. Können sie ja. Bin bereit. Knall, Vorräte. War hier irgendwie gerade was anderes dabei? Erstmal eine Ruhe plündern. Das Haupttor. Okay. Was haben wir hier Schönes noch? Kunai, Kunai ist immer gut. Er ist halt echt geil im Kampf, die Kunai, weil die Würste, die sind halt so super stark, dass die Gegner auch dadurch einfach davon schon umfallen. Yuna! Da ist ein Kriegstrupp hinter mir. Sie haben Sprengstoff. Machen wir es uns zunutze. Nehmt euren Bogen. Tötet sie alle! Und der eine noch? Keine Pfeile mehr. Nur noch keine Pfeile. War easy peasy. Ups, nicht dadurch. Danke, dass du mir hilfst. Sehr lieb von dir. Du wirst also für uns kämpfen? Ich muss weg von dieser Insel. Und Taka auch. Wir sind noch nicht fertig. Auf zum Leuchtturm. Wir entzünden die Flamme erneut, zeigen den Mongolen, dass der Sieg bei Burg Kaneda erst der Anfang war. Okay. Und den Khan, dass wir ihn holen kommen. Das ist der Leuchtturm. Dann reisen wir dahin. Auf 100 Meter. Hier ist nicht so viel. Gut, dass du hier bist, Yuna. Ihr wartet eine Warum? Wirkungsvolle Ablenkung. Ich lebe, um zu dienen, meine Herren. Wir brauchen mehr Krieger wie dich, die für uns kämpfen. Um sie zu finden, Munition. Müsst ihr wohl möglich zuerst... Oh! Wir haben doch, ich arbeite nicht zusammen. Also mein Horizont ist erweitert. Okay. Ich glaube, das ist ja mal ein dicker Kampf. Yarikawa hat viele Krieger, sofern die Stadt noch steht. Ich beendete die Yarikawa-Rebellion. Die Menschen dort mögen mich nicht. Ich weiß. Ich bin von dort. Lerntet ihr dort das Stehlen? Yuna bewundert euch wirklich sehr, Fürst Shimura. Sie kann ihr Volk überzeugen, für euch zu kämpfen. Nun denn. Helft Fürst Sakai, die Armee aufzustellen. Und ihr seid auf dem ersten Schiff zum Festland. Mit meinem Bruder. Warte auf mich in Alt-Yarikawa. Danke, Jin. Bitte, bitte. Gut. Dann stell dich nicht mehr in den Weg, der. Was bist du denn? Du Hans. Ja, machen wir. Kashima, Leuchtturm. Okay. Der Schiffpunkt verdient. Da, so wenig habe ich bekommen dafür. Na, das ist aber geizig. Ich hoffe, der Khan sieht das. Wird er. Wir erobern eure Burg zurück, Onkel. Und vernichten die Mongolen als ehrenhafte Samurai. Mhm. Kehrt heim und holt die Rüstung eures Vaters. Was? Rekrutiert die Bauern von Yarikawa. Ich werde den Shogun um Verstärkung bitten. Wie gelangt eure Nachricht zum Festland? Eule. Ich habe ebenfalls zwielichtige Freunde. Ein Pirat namens Goro in der Omugi-Bucht schuldet mir etwas. Wenn er lebt, finde ich ihn. Darum muss ich ihn. Was macht er denn dann? Das Jagdlager. Stich mir nicht. Wir werden uns bald wiedersehen. Ja, super. Dass dann wieder hier einen Sklavenarbeit für dich machen kann. Auf der Hut. Mag ich nicht. Ich darf euch nicht verlieren. So, jetzt mal auf dem Handy nochmal. Wir befreiten hier einen mongolischen Gefangenen.
Kriegsmönch. Er möchte mit euch sprechen. Kriegsmönch? Ich gehe zu ihm. Mhm. Also, echt lange die Hauptmission. Er musste sich als Sake-Händler verkleiden. Ich kenne das. Wer bist du denn? Sieht schon aus wie so einer. Mein Dank an euch und eure Kameraden. Sagt, wo kommt ihr her? Zedern-Tempel. Unsere Kriegsmönche ritten nach Süden, um die Mongolen zu bekämpfen, nach Komoda. Doch die Reise endete hier. Das tut mir leid. Was ist passiert? Wir wurden überfallen und gefangen genommen. In eine verschlossene Grube gesperrt. Ohne Essen. So dunkel, dass man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sah. Ich glaube, sie holten Jogan zuerst. Wir hörten ihn sich wehren und rufen. Dann wurden Rufe zu Schreien. Dann kam der Brandgeruch. Aber wir ergaben uns nicht. Es waren nur 3 von uns übrig, da holten sie meinen Bruder, Enjo. Enjo? Der Wächter? Der Verlust tut mir leid. Er war ein großer Krieger. Ein noch besserer Bruder. Wie ist euer Name? Norio, mein Herr. Dort waren wir eingesperrt. In dem Loch ist kaum Platz für 6 Männer. Es passen doppelt so viele hinein. Komm mit mir, Norio. Ich möchte euch etwas zeigen. Ihr kommt aus Toyotama. Wie ist die Lage? Der Kushi-Tempel und die Heiler von Akashima wurden verschont. Das Piratennest der Umugi-Bucht steht wohl noch. Bleiben wir kurz hier. Jetzt sind nicht mehr Banditen, sondern das Piraten. Das müssen Tausende von Invasoren sein. Fürst Shimura ist jetzt in Freiheit. Er kann uns zum Sieg führen. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Warum? Ich mach da alles. Die Mönche des Zedern-Tempels können helfen. Ihr erreicht sie in einem Tagesritt. Unterstützt sie. Und wir werfen die Mongolen wieder zurück in den Ozean. Wir werden eurem Bruder rächen, Norio. All die Mönche, die hier starben. Ich suche nicht nach Rache. Aber für den Frieden werde ich kämpfen. Ein sehr ruhiger Typ. Endlich ist das jetzt auch mal erledigt. Ich bin ja super lang, diese Mission. Eine Stunde fast. Und alles im habe ich 3 Punkte bekommen dafür dann doch. Ist okay. Kann ich jetzt das machen, worauf ich Lust habe? Ich reite nach Akashima und unterstütze unsere Heiler. Wenn wir uns wehren, brauchen wir sie. Ich kann euch Hochi vorstellen. Mhm. Mein Bruder sagte immer, er sei der größte Heiler von uns. Dann sehen wir uns in Akashima. 11 Geschichten aktualisiert. So. Das guck ich mir noch hier an. Oh, ja! Oh! Hier gibt's wieder Bambus zu fällen. Akt 2 sind wir jetzt. Jetzt bin ich das Akt 2. Ich habe Akt 1 aber auch sehr ausgedehnt gespielt, wa? Mhm. Also, was wir im ersten Versuch wieder schaffen. Hat er. Sehr gut. Das hier immer so lange dauert, Mann. Also, was ist das denn? Dukan schickt zurück, indem er Mongolen entsendet, um Hilfe von sich zu bekommen. Die Hilfe bei deine Leute. Das sind die Fehlenden wahrscheinlich, wa? Aber hier ist auch viel zu tun. Ich frage mich, wo diese Rüstung ist, die ich mir holen kann. Hier. Da ist sie. Die Mission habe ich auch noch und hier sind diese ganzen Hilfe. Ah ja. Dann machen wir den zuerst, wa?
holzen jetzt alles nieder. Jetzt rotzen, weil wir rennen einfach rein, ohne es hier auf irgendwas Technik zu achten. Wir rennen da jetzt rein und säbeln wirklich alles schnell nieder. Ja, wir sind so stark mittlerweile, sind wir mal ehrlich. Wer soll denn jetzt hier von diesen Hammelmännern was machen? Ich krieg auch Eisen und sowas, das ist cool. Das ist für Gegner ohne Chance. Aber schon mal da. Ja. Da ist ja noch einer. Ja, ich hab's gerade verkackt. Digga, was willst du tun, ne? Ja, ich bin noch da. Wieder gut. Ihr seid der Samurai, der vor Kaneda gestürmt hat. Mhm. Der Retter Fürst Shimuras. Welche Erleichterung. Ihr habt von mir gehört. Dank, Fürst Sakai. Ihr seid sicher. Drei Geiseln sind es, okay. Ja, ich hab doch groß. Nicht so Lust zu plündern, eigentlich. Oder hier nochmal Orten zu suchen. Was, wo sind jetzt hier alle? Schnauze. Aber das geht jetzt recht flott, weil jetzt, wo ich das so freigespielt habe, macht das zackig. Habe ich jetzt schon 5 besiegt oder war das nur für den Anfang gedacht? Hallo. Bald seid ihr frei. Lauf, kleines Bügelchen. Flieg. Darum habe ich gebetet. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Jetzt bin ich hier. Zufälle gibt's. So, und die anderen sind so da ein letztes Schädliche oben irgendwo. Speicher. Ah, ich wollte eigentlich Kettenattentat machen. Diese scheiß Töle. Mann, ist doch okay jetzt hier. Warte mal, Schildhaltung. Die ist effektiv gegen die. Jetzt sollte ich wirklich mal etwas mit der. Arbeiten. Geht das in der Nähe? Wo denn? Das war ja letzter. Sieht mir jetzt recht flott, wa? Die Mongolen schlagen uns die Köpfe ab, mein Herr. Die Mongolen suchen die Rüstung eines Helden namens Gosaku. Nehmt diesen Schlüssel. Ihr verdient es, sie zu tragen. Ich lasse die Mongolen nicht zu Gosakus Vermächtnis. Ich nehme sie nämlich mit. Einfach 6 Schlüssel. Ah. Okay. Ah, das Dorf ist befreit. Wir müssen alles immer so lang und langwierig machen, so ist sie abgeschlossen. Aber ich schaffe. Das könnte man auch viel kürzer prägnant machen. Oder dass sie sowas überspringen kann. So. Hier, warum muss ich jemanden winken sehen? Er macht hier die Hufen vom Pferd. Mach doch einfach eine Taste, so für die Leute, die keinen Bock drauf haben, und sagen: Okay, gut, überspringe ich. Ciao. Ich kann es auch ganz einfach machen.
Ich kann gar nicht rein. Befreie Aoi. Befreie Aoi. Ich kann mal gucken, also es ist jetzt 10 Uhr, 10 nach. Wie lange ist es überhaupt, um so ein Ding zu befreien? Ich hab wieder ein bisschen auf. Ich bin eigentlich durchgerusht, glaube ich, war gerade. Oh, ein Bär. Das Fell lasse ich mir natürlich nicht entgegen. Ja. Also, fünfmal Raubtierfell. 50 Plünderung. Wuppa! Hä? Hier in der Wand war was, oder? Nein. Das lohnt sich, also. Ja, jetzt haben wir hier 8 Vorräte. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Mongolischer Adler. Die Mongolen haben Augen am Himmel. Wenn die Adler dich erspäht, wird der Gegner mir alarmieren. Das war der Adler, wa? Oh, ja gut. Töte einen Gegner mit Kunai. Alles wird wieder gut. Ich muss immer 3 wahrscheinlich befreien, wa? Okay, das hat jetzt. Wir sind jetzt bei 2,5 Minuten knapp. Ich lebe noch. Danke, mein Herr. Ihr seid sicher. Ist hier noch irgendwas? Ja. Okay. Hallo! Oh, ja. Es lohnt sich einfach nicht in die Hütten reinzugehen. Weil hier ist nichts. Da. Mann! Komm. Erledigt. Okay. Oh, bam! So, und jetzt auch die Gegner getötet. So, bin ich jetzt immer noch nicht. Wo denn? Hey, schau mal, ich hab deinen Kumpel getötet, Pfeifer. Ja, machen sie noch Druck. Nur sind wir bei fast 4 Minuten für das Dorf. Der beste Tag meines Lebens, mein Herr. Geht, gebt auf euch acht. Hoffnung ist alles, was uns bleibt. Ein paar Sätze. Da unten ist die letzte Geisel. Minuten. Ihr habt uns gerettet. Haben Sie den Schlüssel für Kosakus Rüstung gefunden? Wegen mir können Sie den Schlüssel haben. So, deswegen mach ich das. Kosaku ist der Held eines Kindermärchens. Ihr glaubt nicht, dass es die Rüstung gibt? Natürlich nicht. So, was seine Schlüssel und seht selbst, mein Herr. Ich wünschte, Sie hätten mich geglaubt. Was ist denn hier Schönes drin? Achso, ich wollte gerade sagen, es passiert hier irgendwas Cooles, aber
Wir sind bei knapp über 5 Minuten dafür. 5,5 Minuten für so ein Dorf. Ist okay. Geht ja recht fix. 6 Dörfer, halbe Stunde. Okay. Wie gesagt, wir werden jetzt nicht großartig looten. Mal gucken, was das hier noch ist. Legendenerzähler. Ja, das ist dann. Möchte auch nicht hin. Okay, hier ist noch so ein lustiges Ding. Machen wir auch. Gut, also alles mal in 6 Minuten fürs Teleportieren. Das Ding zu plätten. Das geht. Das ist super nervig mit diesen Geiseln, das dauert halt. Dass man das nicht überspringen kann, das haben sie echt, das haben sie ein bisschen ins Sand gesetzt. Das finde ich super nervig, weil warum soll ich mir angucken, was sie sagen? Immer 6x3 sind 18, mich 18 mal anhören, was sie sagen. Oh, das war nicht nett, Freund. Tut dein Gegner mit Choji-Attentat. Sind wir jetzt noch flotter. Bei den Banditen, die sind ja wie hier Lulatsche. Da haben wir gar keine Chance. Fürst Sakai. Ja, der bin ich. Habt meinen Dank. Ihr seid sicher. Das wäre was. Ja. Frischer Thunfisch. Und jetzt Verstärkung rufen. Nummer 2. Das wird wieder gut. Die ging so jetzt noch schneller, die Runde, oder? Ich hoffe, dass ihr kommt. Vorsicht da draußen. Als wenn es nur einen gibt, der hier der große Retter sein kann. Okay. Hier sind irgendeine Art da noch. Sehr geil, dass das geklappt hat mit dem Kettenattentat. Kurz, schnell, präzise. Aber wo ist denn jetzt hier der Typ eigentlich, den ich befreien wollte? Oben, oder was? Ja. Helf mir! Das hat jetzt sogar nur knapp 4 Minuten mit Abspann, denke ich, jetzt gedauert. Wären besser. Euch unser Leben. Nehmt den Schlüssel für Gosakus Rüstung. Nutzt ihn weise. Die schenken mir den einfach so. Habt ihr die Rüstung je selbst gesehen? Wir haben es nicht gewagt, mein Herr. Wir sollten sie für jemanden wie euch aufbewahren. Exakt. Der Wind weht stärker als sonst. Okay. Das ist
wirklich ein bisschen kacke, dass man das. Also, ich werde mich immer drüber aufregen. Ich hab schon 4 Punkte wieder, kann ich mir irgendwas verbessern, wa? Mal sehen. Vielleicht irgendeine Kampfhaltung oder sowas. Oder, ah, nee. Irgendwas könnte ich da verbessern bei dem Ausweichen, worauf ich mich da konzentrieren wollte, wa? Na, Stahl, ich brauch Eisen. Mein Eisen. Stufe 4. Hat der gerade den Bock weitergegeben? Der gerade ins Gesicht geboxt? So. Das könnte sein, dass das noch irgendwas ist. Weil, aber hier war doch diese goldene Möwe eigentlich gewesen, oder? Hier lang. Gucken wir mal schnell. Alle tot. Ich stecke Rauch auf. Eine heiße Quelle vielleicht? Aber wahrscheinlich nicht, das ist zu offen der Platz. Guter Flussbrücke, mongolisches Gebiet, hä? Ja, was ist denn mit dir los? Warum tötest du ihn direkt? Verstehe nicht. Wir haben dir gar nichts getan. Ah, hier gibt's Eisen zumindest. Das ist ja schon mal ein Anfang. Mit Haftbomben, das werde ich nicht tun. Ich habe keine Pfeile. Vielleicht wenn ich hochklettere, dann habe ich dann Pfeile. Ja, perfekt. Hä, wer schlägt denn hier jetzt Alarm? Hast du das oder warst du kleiner Spinner? Na, haben wir das auch genug. Ach komm, endlich mal ich extra einen Himmelsschlag sogar. Nur für dich, kleiner Spritzer. Mal Eisen bekommen. Einholz. Nice. Wichtig. Weil die Dinger zu looten, das lohnt sich ja wirklich. Man, die haben echt gute Sachen. Mit unserem Artefakt. Beziehungsweise gibt es ja auch Eisen und so, und das ist natürlich wertvoll. War ich schon drüber? Ja. Glaube ich. Blendungsverhalten. Was will denn jetzt hier der Vogel eigentlich sagen? War das. Das war nur so groß, war das so sehr klein. Da drüben höchstens noch irgendwo. Da drin, mal schauen. Ah ja. Nein. Nicht dadurch. So, vielleicht ist hier noch was Spannendes drin, da kann eine Pfeile sein. Setz mal vor, bitte. Ich bin immer Vorräte. So. Vorräte. Und hier. Eisen. Naja, perfekt. Irgendwas? Ne. Ich mal guckt. So, wo führt er mich jetzt hin? Ein Schrein vielleicht oder sowas? Mann, ist doch gut jetzt. Ja, da ist so ein cooler Dingbums. Heiko. Hab ich ja gesagt. Oder nicht. Über die Invasion sinnieren. Die Musik, aber da fehlt immer noch. Oh, ja.
Mal sehen, was wir ausgewählt haben. Aufragend so hoch. Aufragend so hoch. Ein ständiger Dunst umhüllt. Also gibt auch noch Sinn. Wärme und Licht fliehen. Ja, gut. Das ist Stirnband, eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, wieder um die Haare schmieren und Ding. Okay. Eine Sache will ich noch verchecken. Als ich. Haben wir's? Als wir nämlich da waren, da war da auch dieser goldene Vogel. Oder war das ganz unten gewesen? Weiß ich nicht mehr. Ich hör da irgendwas. Das ist ein Möwen, wa? Das ist ein Möwen. Seid ihr schon mal jemanden an den Bambusständen trainieren? Meinen Bruder. Ich. Hast du gesagt, was Wertvolles? Fürst Sakai, kennt ihr die Statue, die das große Gehöft in Kushi überblickt? Ein junger Mann schützt sie dort draußen ganz allein vor Vandalen und Dieben. Ein Werk von Meister Iso. Okay. Der Mann braucht vielleicht Hilfe. Nicht, dass wir die Statue an die Invasoren verlieren. Bitte, bemüht euch, sie zu retten, mein Herr. Was habe ich da eingelassen schon wieder? Oh, ein Idiot. Oh, hier ist Krieg. Obwohl, da oben, oder? Das sind alles Möwen. Ah, war da jetzt oben dieser. Digga, dann müsste das nicht auf. Gut. Vielleicht war es auch hier unten gewesen. Ich schaue es mir nur kurz an und dann geht's auch direkt weiter. Da, oder? Da oben. Da oben. Ja, wir quatschen mit ihr. Das Überlebendenlager? Das von der Umugi-Bucht? Es ist verflucht. Leute verschwinden. Die Menschen dort sind verwundbar. So ohne richtiges Heim. Leichte Beute für Verbrecher. Viele Überlebende haben ihre Familien verloren. Ihre Liebsten. Etwas Seltsames geht dort vor sich. Ich beende das. Ich lasse mich auf jeden Scheiß hier ein, wa? So ein Idiot. Das war dieser goldene Vogel, den ich meinte, oder? Jetzt mal hier lang sinnieren. Da drüben waren wir noch gewesen, war? Ja, gut. Was auch immer. Das ist der nächste Punkt. Ich will auf jeden Fall eigentlich noch hier ein bisschen die Nebenquests auch machen, südlich. So viele können es ja eigentlich dann auch nicht mehr sein, irgendwann. Wie lange war? Kacke. Okay, kann er hier runterspringen? Ohne Terror? Du bist so schlecht, ey. Du bist so kacke. Was ist das hier? Habe ich das auf dem Schirm? Das überleben dann Nara, oder? Einfach nichts. Okay. Ah, aber ich war hier. Guck mal, wo er denn hin mit mir? Und folgen wir mal. Ups, falsche Taste. Los jetzt, Kage!
gleich fern, mein Herr. Die Geister rachlustiger Samurai suchen diesen Wald heim. Warum erzählt ihr solchen Unsinn? Es ist wahr. Dies war einst ein Ort der Zuflucht. Ja, jetzt verschwindet jeder, der den Wald betritt, spurlos. Wir sind im Krieg. Leute verschwinden. Doch selbst die Mongolen fürchten diesen Ort. Wartet bis zum Einbruch der Nacht, mein Herr. Dann schleicht der Tod im Wald umher. So viel habe ich wahrscheinlich nicht verpasst. Geflüster im Wald. Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwelche Banditen töten. Nehme ich an. Ab morgen werdet ihr nicht mehr von mörderischen Geistern schwafeln. Ich bete, dass ihr recht habt, mein Herr. Untersuche den Ort und hier. Hier lang. Ist das weit weg? Suche im Wald nach Geistern. Dann ist töten. Nur verirrte Ochsen. Schlachten wir auch ab. Ein Lagerfeuer. Jemand muss dort sein. Das Lagerfeuer. Oh, der Kopf ist abgetrennt. Da ist jemand langgelaufen. Da geh mal. Man sieht das so schwer, oder? Oh, der Typ, der ist auf jeden Fall drauf. Das soll die Leute abschrecken. Schlechter! Es ist also wahr, Samurai-Geist. Mutter, beschütze mich. Ich würde schon sagen, ey, wir sind doch sterben wohl. Der Wald ist sicher. Ich erzähle dem Mann am Wegesrand eine neue Geschichte. Muss ich? Wo ist der Typ? 200 Meter schon wieder? Ja, das war eine Fixer in der Mission. Ich habe Seide bekommen, Seide scheint irgendwie wertvoll zu sein, glaube ich. Vielleicht für die Kleidung nennen. Kleidung. Ich fand diesen Schneider Leute den Köpfen ab. Leute die Köpfe ab. Kann ich nicht für gut befinden. Mein Pferd wartet immer noch. Vorbildlich. Mein Herr, ihr habt die Nacht überlebt. Ja, was sagst du denn? Und ihr eine neue Geschichte zu erzählen. Mörderische Banditen nisteten sich einst im heiligen Wald ein. Doch die Samurai-Geister, die den Wald beschützten, wurden wütend. Der erste Krieger des Sakai-Clans hörte ihr gepeinigtes Heulen. Er befreite den Wald von den Mördern. Und die Geister der gefallenen Samurai waren dankbar. Eine gute Geschichte. Als hätten die Samurai-Geister euch gerufen, um ihren Wald zu retten. Der Typ war eigentlich ganz knusprig, jetzt hat er wieder mit Geistern angefangen. Komischer Typ. Töte den Gegner mit einem Kettenattentat. Okay. Okay. Muss ich 3 auf einmal töten? Hä? Achso, den konnte ich. Ich
Kommen! Also wenn ich zuschlage, dann aber auch wirklich mit voller Gewalt. Noch mehr Gegner in der Nähe? Ja, muss ja auch nicht. War ja schon. Doch, der hat mich nicht gesehen, oder? War ich ja schon stark zu bezweifeln. Aber jetzt kann sie brüllen. Endlich. Danke fürs Sakai. Geht. Leb wohl. Tschüss. Also ich muss drei Gegner mit einem Attentat töten, aber dass er das nicht genommen hat, oder ich habe nicht gerade aufgepasst. Kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich habe ich einfach nicht aufgepasst und habe die drei schon voll gehabt. Ach, scheiß doch, komm. Der geht mir echt hier ab. Oh, das habe ich gerade nicht bekommen. Nein! Oh, Dicker. Da wurde mir angezeigt, dann habe ich das nicht gesehen. Och, Mensch. Voll ärgerlich. Ich habe sogar noch auf R2 auf Retten gedrückt, aber war zu spät. Eindeutig zu spät. Ups. Hallo. Also, jetzt habe ich ja wirklich gerade richtig gute Arbeit geleistet, oder? Sind wir Gegner hier? Also wo? Eisen. Mhm. Ich kann nicht. Du kannst, du willst du nicht. Besser. Jetzt. Ich habe leider eine Minute verloren oder zwei. Ich dachte, ich sterbe hier. Geht. Gebt auf euch acht. Aber flott. Ja. So. Und das sind das letzte. Die letzten. Mal, da stehen schon 3, 2. Diese Speerträger. Ah, ich kann meine Kampfhaltung auf Speer ändern, wa? Ja. Jetzt greift natürlich einer mit Schwert an. Aber Schwert ist eigentlich leicht zu besiegen, wa? Dicker! Alles wird wieder gut. Ja, klar, ich könnte ein bisschen looten und hier ein, zwei Eisen finden, aber. Einen Moment lang
dachte ich, ihr wärt Bosaku selbst. Bitte nehmt diesen Schlüssel. Er würde euch seine Rüstung gewiss überlassen. Natürlich würde er das, weil ich ihn einfach abnehme. Das ist jetzt 3 oder 4? 4, wa? Achso. Die Sequenz muss natürlich auch noch sein. Mhm. 5 Punkte schon. Ich glaub's gut. Aber. Er hat 2 noch, da läuft er noch. 12 Eisen. Klasse. Schade, dass sie das nicht irgendwie alles dann zusammenlegen. So, hier, schau mal, das kannst du alles haben. Danke, dass du uns gerettet hast, großer Meister. Okay. Sehr lang. So, ich überlege, heute haben wir den 28. Ich glaube, am 5. kommt der Night aus. Also jetzt ist er schon noch 0. Na, müssen wir uns ranhalten. Um das alles rechtzeitig zu schaffen. Wäre schon gern Dying Light am Tag X. Am Dienstag spielen würde, wa? Hoppa! Das war sauber. Komisch, so ein Haus, wa? Einfach nicht so eine Fuchs brauchen, schon Fuchs. Was ist denn der Fuchs? Ja. Was ist da alles da drin? Leichter Weg. Ist auch mal schön. Dass ich nicht ewig weit laufen muss. Wenn ich Fuchs, was kriege ich denn dann? Talisman? Ja. Ein Fuchs noch. So, jetzt. Da kommen wir hin. Das war noch kürzer dran. Das ist 5 und oben links ist dann 6. Achso, weil ich gucken wollte, zählt das dann hier mit rein? Ja, zählt mit rein. Ja. Da ist das Fischerdorf schon. Ja, wie gesagt, wenn ich nicht alles. Eigentlich ist es egal. Ich sterbe mal doch ab und zu mal im Fuchsbau dann oder sonst irgendwas. Und ich habe ja jetzt schon 80% sicherlich von den Sachen. Vor allem, können wir mal kurz hier reinschauen. Techniken. Ein perfektes Ausweichen. Ein persönlicher Art, haltet in Position zu gehen. Ah, okay. Keine Ahnung. Das machen wir. Das kann ich perfektes Ausweichen erlernen. Mit dem Bogen. Wenn das Ziel zu einem Kurs, die Zeit und präzise zu. Brauche ich noch 2 Punkte nur? Oh. Shit, die dann sind super nervig. Wir uns das Dorf hier schnell. Verletzte Gegner mit einer Schwarzwaldbombe. Ne, habe ich keine Lust, mit sowas zu spielen. Ich weiß auch gar nicht, wenn die ausfällt, um ehrlich zu sein. Dementsprechend. Ist ja gut jetzt, mein Kleiner. Ja, was ich sehe, nehme ich natürlich mit, aber ich werde nicht explizit hier in die Häuser gehen, um dann irgendwie einen 5-Vorräte zu kriegen oder so. Habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Aber da ich jetzt so viel Pfeile und alles haben kann, ey, ist das schon echt cool, dass die Munition nicht so schnell ausgeht.
Ah, das war jetzt ein mehr Zufall, dass der hier stand. Gegner in der Nähe. Wo denn? Das war der letzte wahrscheinlich, oder? Oder? Ich hab noch einen gehört, glaube ich, ja. Ja. Hä? Hier oben, oder was? Ja. Jacinta. Hallo. Noch mehr Gegner jetzt. Ist da aber gut hier, ey. So. Was haben wir jetzt? Stunde 46 mehr am Stream. Ja, entspannt. Ruhig entspannt noch zu Ende machen. Dank, Fürst Sakai. Bringt euch in Sicherheit. Bitte, bitte. Seid vorsichtig. Zwei noch. Okay. Dann ist sicherlich noch einer. Hier oben ist ja nicht mehr so viel. Er hat schneller zu mir gesagt. Alles wird wieder gut. Er hat wirklich die super schnell besiegt. Er sagt immer noch schneller. Hier gibt es so ein Ding, oder? Vergessen. Ein Schrein. Geht wohl. Ich habe jetzt einfach mal verehrt, bedankt. So. Dann ist noch eine Gasse übrig. Da oben? War ich da schon? Ja, wie schon. Ja, wo? Ist da noch was? Ah, da war ich da auch. Hier habe ich einen rausgeholt. Da war ich auch drin, da habe ich auch einen rausgeholt. Ich habe vorhin hier drin ist einer und ich bin einfach weitergelaufen. Der muss sich dann auch so denken, eigentlich. Hä? Hallo, willst du mich nicht befreien? Gleicher. Ja. Da ist wirklich einer drin. Schnauze. Nee. Ich bin nicht darunter. Kurz was zu looten hier noch. Den einen Vorrat. So. Stillhalten. Lohnt sich überhaupt nicht. Darum habe ich gebetet. Ihr seid sicher. Er sagt ja sogar dasselbe wie der andere. Also, warum muss ich mir das hier antun? Ich beiße mir die Zunge ab, wenn ich muss. Okay. Wart ihr auch vielleicht auf Gegner am Leben sind, die ich halt töten muss? Um das abzuschließen, aber wahrscheinlich ist das so gemacht, du musst die alle in den Umkreis töten, dass du dann überhaupt das freischalten kannst. Oder das erledigen kannst, das Dorf. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel, ich denke aber doch recht langwierig. Guck mal, wir haben eine Hauptquest, wir haben noch wirklich Papa sehr, sehr lange gelootet, muss man ehrlich sagen. Hä? Digga, warst du jetzt mal auf? Was ist denn los mit dir? Hallo? Ich wollte schon sagen, also. Ich kann ja mit Pferd reisen, weiß ich. Okay, da ist direkt, genau direkt vor meiner Nase ist. 70 Meter in die Richtung. Oh nee, ey. Sag ich so wie es ist, habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte jetzt hier im Händen meine Geschenke abholen, meine Rüstung verbessern.
Oh, ich hätte den Fegerangriff an die Speerkammer mit einem Sprung aus. Okay. Nee, ich werde sie mit keiner Frau sprechen. Gib mir mein Zeug. Guck mal, ich kann meinen Wurm verbessern. Sie ist sehr perfekt. Braucht natürlich mal Wasser. Ja, Bambus. Looten. Hallo. Ja, machen wir. Tod aus der Entfernung. Danke. Den Fernkampfbogen habe ich immer noch nicht. Da habe ich noch was. Rüstungsmacherin. Die suche ich jetzt. Ja, wirklich keine Lust, mit den Leuten zu reden. Aus vollem Grund, weil ich das nicht überspringen kann. Welches. Damit seid ihr sicher. Boah, ich könnte hier auch alle verbessern, definitiv. So, nein, dreimal nicht, aber. Boah, ich habe 6 Seide und mächtige Höhe Gesundheit. Ja, aber. Bin stark genug. Nein, ich will das nicht machen. Komoda. Wie viele Aufgaben habe ich denn? Stand das hier nicht irgendwo? 3 von 9. 4 von 9. Steht gar keine Zahl. Hier. 5 von 9. 1 von 4. Das geht von vorne los. Also ich mache das hier noch, weil ich das jetzt angefangen habe. Und vielleicht metze ich noch das andere ab. Der Rest ist ja super nervig. So viele Nebenmissionen. Also es ist halt super umfangreich, das Spiel, keine Frage, ist auch cool. Aber dadurch, dass du halt, dass ich jetzt schon fast am Maximum bin, wenn ich hier wirklich alles zu Ende machen würde auf der ersten Map, ich denke, dann wäre ich mit allem beim Maximum. Was habe ich denn an meinen? So. Weil Nebenmission hat keinen Sinn, ich kriege ja dann nur Ausrüstung, die ich, irgendwelche Materialien, die ich nicht brauche. Schirmbär. Da ist er. Muss habe ich eigentlich das Leben gerettet, also weiß nicht, wie ich das finden soll, dass er mich dann angreifen wollte. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Hier läuft auch alles noch. So, die Inhalte sein. Kashiki läuft. Das ist das letzte, dann kann ich mir die Rüstung holen. Darauf habe ich eigentlich Bock, weil ich habe das ja schon gemacht. Auch die Sakai-Rüstung da. Zeig mir, was ihr könnt! Ach, das sind dann. Ich hätte gar nicht gegen die antreten müssen. Ich dachte, das wäre schon vor Bomben gehöft, die Leute. Den Bogen manchmal mehr durchziehen, oder? Weil das schon so stark ist. Ich frage mich, was danach kommt. Ob ich dann so Legenden. Na, jetzt war was mit Legenden. Diese Legenden-Dings da, was da ganz herzlich auffällt. Jetzt bin ich ja schon Legenden-Samurai oder so gewesen. Davor Schatten-Samurai. Also, wie weit denn das noch geht. So. Hallo, Freunde. Ihr habt sicherlich von mir gehört. Ah ja, das mache ich mit Kunai. Das kriege ich hin. 4 Geiseln sogar. Da haben sie aber jetzt mal einen rausgehauen. Wo ist denn hier noch welche? Munition, nehmen wir mit. Hallo? Ist hier jemand?
Dann kann ich meinen Katana verbessern. Ich brauche noch nur noch Eisen. Dafür brauche ich dann Stahl. Gold habe ich, brauche nur noch Eisen. Okay. Gut zu wissen. Ist auch niemand. Hier habe ich doch jemanden gehört. Okay, jetzt war. Den Kuhner habe ich auch wieder. Bald seid ihr frei. Hey, German Player, was geht? Cool, dass du wieder da bist. Euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. What's going on, German Player? Oh. Oh. Also ich muss doch eher einen mit Kunai töten. Immer noch nicht. Wow, ich hab doch die alle getötet. Haupttierfell. Und hier ist dann sicherlich irgendwo einer, wa? Ja. Fülle ich eigentlich auch meinen Kunai damit auf, wenn ich da rangehe? Hä? Ich sollte anfangen, die Leute hier laut zu töten. Ah, stimmt, die sagen immer dann hier, bitte beeilt euch. Könnt ihr mir helfen? Wie gefällt dir das Spiel, German Player? Germany Player. Germany Player. Die sind halt auch schon super stark durch das Spiel natürlich. Vielleicht wird das eine Blume rechts, brauche ich eh nicht. Wie weit geht denn das Gehöft hier? Guck mal, das geht auch noch geradeaus weiter. Ich könnte ja fast mit meinem Pferd dahin reiten. Die Frage ist, könnte da noch was sein? Einer vielleicht? Was ist, sorry, habe ich nicht gehört. Wie dir das Spiel gefällt, so. Ja. Kennst du das? Also hast du das schon öfters zugeguckt? Oder? Ich glaube schon, ne? Das ist nicht das erste Mal hier, sag ich mal, wa? Oh, krass. Immer noch nicht alle. Da ist noch. Jetzt so? Nein. Hätte er was gesagt? Leder. Ey, ich war jetzt so laut gewesen. Also mit dem Pferd bin ich dann geritten. Bitte befreit mich. Doch, jetzt sagt er. Befreit mich. Achso, ich möchte das Spiel auch haben. Echt, ja? Hast du eine PS5 schon oder? Wirst du schon zu den Glücklichen oder noch PlayStation 4? Ist ja immer noch nicht zu kriegen. Aber ich habe einen Tipp für dich vielleicht, wenn du den willst, wo du eine herkriegen könntest. Also du kriegst eine, Lieferzeit sind da 5 Wochen, glaube ich, aktuell gewesen. Also wenn es dich interessiert, dann gibt es einen kleinen Geheimtipp. Weil meine Freundin jetzt auch eine bestellt hat, deswegen weiß ich das gestern erst. Ja, Lieferzeit war für 5 Wochen gut, aber ich denke, wenn du die regulär kaufst, kriegst du die nicht vorher. Hier ist auch keiner, wa? Da ist einer, oder? Warte, ich schaue jetzt trotzdem lieber nochmal hier rein. Das ist schon letzter. Der lautet, ich weiß ja nicht, ob du jetzt schon einen alten Vertrag hast oder einen neuen Vertrag. Handyvertrag. Ne, das war egal. Ob du jemanden kennst, weiß ich nicht. Familie oder sowas. Ich meine, jetzt hier keine Werbung machen, ich werde nicht dafür bezahlt. Du kannst bei O2 eine Partnerkarte abschließen. Der Preis ist 15 Euro werden die Karte im Monat. Auf 3 Jahre gesehen. Und dazu kriegst du eine PlayStation 5. Die musst du natürlich auch bezahlen.
Aber wenn, also wenn du wirklich, wenn du den Vertrag wirklich brauchst, dann rentiert sich das. Und sonst ist es halt so ein bisschen, kann man machen, wenn du den willst, keine Frage. Aber ja, das ist so das Angebot von O2. Was ich weiß. Wo ist denn jetzt hier der letzte Geisel eigentlich? Da nicht. Da ist noch jemand. Da ist der letzte Geisel dann dementsprechend. Oh, ein Holz nehmen wir mit. Wie die Angst vor mir haben. Oder auch nicht. Ich habe ja leider keine Dings mehr, schade. Ja, es ist kein super Geheimtipp, sag ich mal, aber da hättest du auf jeden Fall einer. Und wenn man das gebrauchen könnte, why not? Dann hätte halt einer dann in 5 Wochen. Weil es ist ja nicht abzusehen, ich war letztes Mal im Mediamarkt erst gewesen, ich glaube Mitte Januar. Am 15. oder 10. glaube ich war das gewesen. Da sollten sie welche sogar bekommen, hatte ich gehört von einem Mitarbeiter. Und ja, eine Liste, da kannst du dich ja nicht mehr eintragen, weil die so voll ist. Es ist halt auch, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Corona zu verdanken, aber es ist halt schon frech. Eisen, sehr gut, habe ich gebraucht. Vielleicht sagt er mir jetzt, wo die Rüstung ist. Sie für einen Mythos, aber die Kappa sind real. Kappa? Dämonen, mein Herr. Sie wurden an einer Fischerhütte in Akashima gesehen. Dämonen? Oder Menschen? Das sehe ich mir selbst an. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay. Wo kriege ich die Rüstung jetzt her? Ich hab die jetzt alle befreit hier, oder? Aber noch 6. Nur 2 Sachen kann ich noch machen, wahrscheinlich. Einmal das und einmal das. Dann habe ich nämlich hier alle Posten befreit. In dem Spiel geht's. Germany Player fragt mich, worum es in dem Spiel geht. Du bist hier halt Fürst Sakai. Und das Spiel fängt an mit einer Mongolen-Invasion, also Mongolen und einer Japan sind ja alles nur Inseln. Ich denke an, dass solche ein bisschen so Japan darstellen. Und die Mongolen greifen halt vom Wasser halt aus an und nehmen diese ganze Insel ein. Und du bist halt einer von 8 Samurai. Komm ich hier runter? Einer von 8 Samurai, dann kämpfst du halt am Strand so am Anfang gegen die und sowas. Ihr verliert natürlich, weil es sehr viele sind. Und du wirst aber gerettet natürlich. Ja, kann ich ja verraten, das ist ja auch kein Spoiler. Ich will es auch nicht spoilern oder so. Kein Spoiler. Du wirst halt gerettet. Wie und was ist es ja nebensächlich. Das erfährt man, kann ich dir gerne sagen, zwar aber. Und jetzt versuchst du halt Verbündete, sag ich mal, zu rekrutieren, die du noch kennst, die nicht an der Schlacht waren oder. Wo du gehört hast, okay, die leben vielleicht noch. Dann befreist du halt deinen Onkel, weil er wird gefangen genommen. Das ist auch gleich am Anfang vom Spiel, also nichts Großes. Und an sich bin ich auch noch nicht viel weiter. Ich nehme an, du wirst dann diesen Mongolen-Anführer töten. Wirst versuchen, da ein bisschen an die Macht zu kommen.
Und dass du sagen kann, ja. Sozusagen, der deine Inseln wieder Tsushima zurückzuholen. Vielleicht ist Tsushima auch nur eine Insel von den, ich glaube, die haben ja 4 Japan oder so. 4 Inseln. Ja. Ich weiß nicht, wie historisch genau das jetzt ist. Die Kami bringen uns selbst in finsteren Zeiten Licht. Aber mein Controller vibriert, weil ich dieses eine. Mit meiner Kleidung vibriert mein Controller, wenn Artefakte in der Nähe sind. Ah. Hier vielleicht. Sehe ich denn irgendwas auf der Karte hier? Nee. Aber wo soll denn hier ein Artefakt sein? Darf man hier lang? Nee. Er zeigt mir halt einen 30 Meter was an. Ich weiß, dass man am Ende seinen Fetten erledigt. Ah, okay. Ja, das ist wahrscheinlich der Mongolenführer, dieser Khan. Ich will jetzt auch nicht großartig hier weiter spoilern. Aber ja, das kann man sich denken, wenn man das Spiel spielt, dass man den erledigen muss. Oder erledigen wird. Sag mal, hier vielleicht. Ah, jetzt. Ich glaube, ich komme der Sache näher. Dem Artefakt. Was hier? Ah, hier ist ein Banner. Ah, okay. Komm ich nicht wieder rauf? Klasse. Ja, also es ist auf jeden Fall ein empfehlenswertes Spiel. Es macht Spaß. Ich weiß ja nur nicht, ob sich das jetzt hier irgendwie noch so ein bisschen künstlich in die Länge ziehen wird. Das wird sich zeigen. Aber man muss ja nicht so wie ich habe ja akribisch Anfang hier alles durchsucht und versucht, alles schon freizuschalten. Habe ich auch größtenteils zu 80-90%, würde ich sagen. Wenn man das, denke ich, ein bisschen entspannter angeht und lockerer macht, dann hat man, denke ich, auch, ja, ich will nicht sagen, mehr vom Spiel. Kann ich jemanden herausfordern? Hallo? Nein, nicht. Warte. Hallo? Oh, ihr Penner. Hä? Ich habe leider keine Perlezinei mehr. Schade. Jetzt habe ich aber hier die Schnauze voll mit euch, wa? Wo willst du, ne? War doch halt einer, der mich fast gesehen hat, oder? Ja, irgendwie ist man so, als man definitiv, also man wird auch selber als Geist betitelt, ja. Genau, Tsushima ist halt die Insel und ich bin sozusagen der Geist von dieser Insel. Absolut richtig. Wird man auch irgendwo im Laufe des Spiels sagen, die auch, ja, hier der Geist. Ups, hab ich nicht erwartet, dass er überlebt. Nee. Oh, jetzt hat er doch jemand Alarm gerufen, wa? Ups. Anführer besiegt. Hallo. Da ist noch einer. Ich habe keine Pfeile mehr, schade. Das war der letzte. Super.
Habe ich das jetzt sozusagen eingenommen? Ja. Und dann gehe ich dahin und kann durch die Quest machen, wa? Nehme ich mal ein anderes Pferd hier. Ja, deswegen, ich loote jetzt auch nicht mehr so viel. Früher wäre ich durch jedes Haus übergegangen, hätte in jedes Haus rumgerannt. Aber das hat da so die Schreien oder die Waffen, der neue Waffenskin, ich jetzt kriege schon. Aber es hat keinen Sinn, da jetzt durchzusuchen, weil sonst habe ich das alles gleich schon fertig. So, jetzt gehe ich zu ihr, die Frieden deiner einer Mutter. Ah, vielleicht kann ich jetzt jemand umbringen wieder. Was ist denn das hier? Okay, sieht krank aus. Da unten ist Krieg. Und wo Krieg ist, da gehen wir hin. Masako! So am Stand und guck mal nach Masako. Was hab ich da gefunden? Ich hab immer noch keine Pfeile, schade. Ich hätte den Feuer vielleicht danach jetzt erledigen sollen, wenn ich schon nicht geheilt habe, aber. Kannst du mal zeigen, was du alles an Rüstungsteilen hast? Ja, warte, zeig dir gleich. Ich suche meine Familie. Meinen Mann habe ich bereits. Kann er die Videosequenz nicht überspringen oder ähnliches? Das sehen. Noch nicht. Sie starben als Krieger. Unser Land verteidigend. Habt ihr gesehen, wo sie fielen? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen. Suchen wir hier. Der Fremd einer Mutter. Ich habe auch. Also, jetzt sage ich dir gleich mit den Rüstungen, bitte. Los zu erklären. Also, ich habe. Das sind hier so die Hüte, die du hast. Ja, oder Verräter. Ach, das ist der Verräter. Zuletzt haben wir von einem Kindheitsfreund und Verräter. Ah ja, okay. Dann Stirnbänder, ja. Kannst du auch Masken tragen, wenn du willst. Und hier hast du die Kleidungen. Ja, die finde ich ganz cool, weil wenn du was aufdeckst, dann hast du hier 30% mehr Deckte auf. Und der Controller vibriert, wenn ein Artefakt in der Nähe ist. Die Ronin-Kleidung, siehst du ja, Nahkampfschaden erhöht. Gegner bemerken mich nicht mehr so leicht. Beim Pampas-Gras kann ich mich besser verstecken. Das ist sozusagen die Bogenschütz-Ausrüstung. Auch so eine kleine Spezialrüstung, die musstest du mehrere Quests machen dafür. Das ist die, die du ganz am Anfang hast. Mit der halt gar nichts. Und die Samurai-Clan-Rüstung, Schutz, Gesundheit, du kriegst halt entschlossen, halt diese Punkte. Womit ich dann zum Beispiel dieses Himmelsschlag machen kann. Was, den man nicht abwehren kann, wo die Gegner nicht abwehren können. Dann gibt es auch hier diese Sakai-Rüstung, die kriege ich da. Die hier, Sakai-Klang, die soll ganz gut sein, hatte ich gehört. Und dann gibt es auch irgendwie, ich hatte jetzt hier gerade so 6 Schlüssel. Vielleicht ist hier irgendwo. Warte, ich kann noch einen Punkt verteilen. Hier, wichtige Gegenstände. Ich habe nur 4 Schlüssel. Hier, Gosakus Rüstung, dafür brauche ich 6 Schlüssel. Aber 4 habe ich irgendwie nur bekommen bis jetzt. So. Und dann kannst du die Gosaku Rüstung, was die so genau ist. Sieht auch nicht gut aus. Habe ich damit schon einen coolen Talisman auch noch? Hier oben oder was? Weil die Talismaner geben ja so ein bisschen Bonis, war. Ja, dann kannst du hier so ein bisschen Musik spielen, dann kannst du das Wetter verändern, ganz ulkig. Ja, von dem Sattel die Farbe ändern. Du kriegst einen Kurzbogen und einen Fernkampfbogen, den habe ich auch noch nicht. Dann hast du halt hier noch deine Wurfwaffen. Die finde ich halt cool, weil die super viel Schaden machen, die töten 3 Gegner fast immer, oft. Rauchbombe, ja, kannst du halt kurz Verwirrung stiften und Haftbombe.
Das ist so alles. Aber ja, zum Beispiel, du kannst ja für dein Samurai-Schwert kannst du kein neues finden. Du kannst ja nur anderes Aussehen finden. Deswegen habe ich das gleich schon so weit verbessert, wie es geht. Und Rüstung halt eigentlich noch gar nicht, bis auf die eine. Ob er wohl desertiert ist? Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal waren. War sie denn gewesen eigentlich? Sie hat auch gekämpft in diesem... Seht, ob ihr noch mehr unserer Banner findet. Ich schon wieder, ja, da. Wollen wir nicht übersehen. Masako, hier drüben. Ein Adachi-Banner. Oh, was schwer mit der reden. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Okay. Ah, stimmt. Ich starb beinahe mit ihm. Was ist passiert? Mein Onkel rettete mich. Wir werden den Gefallen erwidern. Ihr habt es durchgestanden. Das zählt. Okay, das ist aber jetzt nicht irgendwie relevant für die Geschichte. Ach doch, das muss ich hier machen. Wer ist das? Das ist Masanori. Er war zu jung für die Schlacht. Aber sein Vater zu alt. Also ging er für ihn. Es wird beide gehen. Ein tapferer Soldat. Ach, keiner. Auch ein guter Sohn. Ja. Aber wo sind die meinen? Ich weiß es doch auch nicht, wo die sind, Mensch. Die Nagao-Schützen töteten viele Mongolen. Ihr Geschick war unerreicht. Wäre Sensei Ishikawa bloß bei ihnen gewesen. Nee, der hat sich ja gedrückt. Das Banner eures Onkels. Naja, was auch immer. Was auch immer. Ich versuche schon wirklich so wenig wie möglich mit der hier zu reden. Weil das, du kannst nicht überspringen, das ist halt super nervig. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Hier lang. Sie lassen ihre Toten verwesen. Wie weggeworfenen Müll. Oh, da sind die. Oh, ihre Söhne, aber. Ärgerlich. Shigesato! Yasunari! Wie Tiere aufgeknüpft. Holen wir sie runter. Ärgerlich. Sie sollten bei unserer Familie sein. Begraben neben ihren Frauen und Kindern. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Oh, muss ich da jetzt hin? Doch jetzt sind dort Mongolen. Wir erobern sie zurück. Schon so viele Mongolen getötet, also viele können nicht mehr leben. Wo denn? Ich sehe keinen Leuchtturm, wo willst du schon wieder hin? Ja. Wenn sie abends nicht nach Hause kamen, fand ich sie immer dort, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Ihr wart eine gute Mutter. Aber meine Kinder sind tot. Ich lebe. Das ist das Schlimmste zu sagen. So dachte ich, als meine Mutter starb, dass ich versagt habe. Aber ihr wart so jung. Ich kann nicht rennen. Und sie war krank. Es gab nichts, was ihr hätte tun können. Ja, du auch nicht. Das stimmt. Ist das nur ein schwacher Trost? Ich weiß. Ja, jetzt geht's endlich los, ja. Schöne Anhöhe. Lustig, dass jetzt so eine ganze Reihe Mongolen kommt. Würde ich gerne gegen die kämpfen, aber so viel Glück habe ich leider nicht.
Wo ist denn dieser Leuchtturm? Da. Also ein paar Mongolen abschlachten und dann ist die Mission auch fertig. Da sind sie! Verdammte Mongolen! Oh ja! Ich komme! Wie hat er mich denn hier erwischt, Alter? Du wirst Torsho hier, du Sack. Das meine ich halt. Ich hab keine Pfeile. Vorsicht, da könnten mehr sein. Ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr sind. Sie kommen den Hügel rauf. Da, im Gras. Ich habe leider überhaupt keine Pfeile. Da ja, spinnst du das, du Idiot. Oh. Ich will doch den gar nicht angreifen, wo ist er denn? So, ob er jetzt mal wegzurennen? Danke. Schaut, hinter den Wolf! Was noch mehr? Ich brauche Pfeile unbedingt. Jetzt habe ich welche endlich. Diese Kunai, die sind wirklich echt super. So, jetzt kann ich den da auch noch. Oh, das war zwei, da war ich zwei weg. Das ist echt super, dieser Himmelsschlagattacker. Kombi gemacht. Aber ich kriege keine Punkte mehr, wa? Wenn ich die jetzt eliminiere, fällt mir ein. Früher gab es immer noch so einen Punkt dafür. Aber das kriege ich auch nicht mehr. Schade. Es ist an der Zeit. Das ist es halt. Ich habe jetzt alle besiegt, zu viele davon schon besiegt. Also sag bitte, ich muss jetzt da zurückreiten. Ne, das haben sie nicht ausgemacht. Ich habe sie nie hier übernachten lassen. Selbst als sie älter waren. Ich rief sie immer nach Hause. Das hat mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme. Tröstet euch damit, dass sie nun Frieden hat. Wie sie alle. Wir sehen uns in Toyotama. Ich muss noch einige Verschwörer finden, bevor ich mich ausruhen kann. Doch vorerst möchte ich etwas Zeit mit meinen Söhnen verbringen. Ich verstehe. Passt auf euch auf, Masako. Yep. Passt auf dich auf. Der Frieden einer Mutter. Ah, hab ich fast fertig. Da ist man der glücklichen Rückkehr. Was kann der? Fähigkeiten, die den Schlösser nutzen, haben eine Chance 15% eine Schlossnetz zu erstatten. Nicht abgeschlossen? Muss ich die jetzt noch hier entzünden oder was? Wahrscheinlich, wa? Machen wir das doch schnell noch. Ist nichts mehr. Ja, wahrscheinlich ein bisschen entzünden. Eibenholz, super wichtig. 8 Stück, geil. Ah ne, ich habe ja meinen Bogen eh schon fertig, wa? 11 Stück sogar. Schade, den kurzen Bogen habe ich nicht auch schon fertig. Ah ja, jetzt kann ich das ja entfachen. Und da siehst du halt die Schiffe von den Mongolen da auf dem Wasser. Da, wo mein Bild so in der Trampik ist.
Warte, da kann ich es nochmal zeigen. Jetzt kann es mal. Ja. Oh, nochmal ganz cool. Kann man sicherlich auch mal als Anzeige mit auf YouTube nehmen. Der Germany Player, hast du schon mal meinen YouTube-Kanal ausgecheckt? Da findest du die ganzen Teile. So, eigentlich wollte ich jetzt ausmachen, aber ich habe nur noch einen Ort. Das wird wahrscheinlich Komoda sein. Oder? Den will ich immer noch machen. Dann ist das Ding hier nämlich erledigt. So. Wenn man da nichts machen kann, gut, dann ist es halt auch so. Hier lang. Kommst du hier runter, Bert? Ja. Ja. 60 Meter. Ich weiß nicht, vielleicht ist es der letzte Spot. Wie heißt der auch? Wie heißt du? Ich heiße auf YouTube auch Kaisen Gaming, genauso wie hier. Wenn du auf meinem Twitch-Kanal bist, müsste das in der Vorschau drin sein. In meiner. Ich sag's dir ganz genau. Wenn du da bei mir rauf gehst. Ja, ich mal weiter reiten den Wald. Ah, jetzt bin ich schon hier, okay. Wo steht denn das hier weiter? Ich glaube, in der Infobox war. Nee, doch. Wenn du auf Dings gehst, genau. Hier auf. Fällt dir dein Name nicht ein. Auf jeden Fall, wo du siehst, die ganzen Infos über mich und sowas. Instagram, YouTube, Twitter und so, da kannst du alles einsehen. Weil da landen auch andere Spiele drauf, oder ich habe da schon andere Spiele auch schon drauf. Legendenerzähler. Komoda war immer so voller Leben. Kaum zu glauben, dass Yuna und ich überlebt haben. Ist das Eisen? Nein. Okay, aber jetzt kann ich auch nichts machen, so richtig, wa? Aber wo ist hier der. Der letzte Spot, das nervt mich so ein bisschen. Das würde ich gerne eigentlich noch ab ACTA machen, erledigen. Das ist so spät. Ich denke mal, das wird hier irgendwo sein, oder? Ich schaue das mal ganz kurz nach. Das ist dann das letzte für heute. Wer ist denn hier nochmal? Ghost of Tsushima. Izuhara. 13.24, okay, ich bin nicht der Einzige, der 13.24 hat. Hat er ja 3 Stunden schon gesucht. Mein Kind, den Ghost of Tsushima ist ein friedvolles Kunst- und Naturspiel. Aber die sagen ja auch, dass irgendwo hier noch ein Dorf sein muss. Ich hätte gehofft, dass ich jetzt mal eine Karte finde oder sowas von den Locations. Das kann ja nur wieder weitermachen. Also da oben. Burg und so ein roter Punkt. Ergo, ich habe ja alles entdeckt. Das muss hier irgendwo sein. Das gucken wir uns jetzt schnell noch an. Ich will das wissen. Ich will das fertig haben. Und dann soll es das dann für heute gewesen sein. Was hier geradezu ist, was? Vielleicht ein paar Bambusdinger oder so? Da ist doch Komoda Bambusstand. Was ist der? Ist der hier? Was ist er denn? Da unten.
Ja, das ist ganz cool, wenn man das stimmt. Ist jetzt hier nichts großartig Schwieriges. Aber es hat Brücke sehr wirklich gemacht. Schau mal. So. Du musst halt in schneller Zeit die Tasten drücken. Ah, letzte Taste war X und nicht Viereck, war. Ja. Hä? Mal. Jetzt haben wir's. Journey Player, machst du heute Abend nochmal einen Stream? Definier mal bitte heute Abend. Meinst du jetzt. Wir haben ja jetzt in Berlin und Brandenburg zumindest 1.34 Uhr, das ist. Richtig? Also ich werde dann jetzt dann schlafen gehen und ich denke, könnte gut sein, am nächsten Abend oder vielleicht mal schon mal tagsüber würde ich mal ein Stream machen. Gucken, ob das vielleicht besser läuft. Also auch wenn die Zuschauer sich zahlen und so. Ja, kann ich offen und ehrlich sagen. Ich freue mich natürlich über Zuschauer, weil das alles ein bisschen aktiver und lebendiger wird. Ja. Wir wollten jetzt hier sein, wa? Kann ich das irgendwie Locations hier haben? Ich will das einfach jetzt kurz googeln. Ghost of Tsushima. Dieser Hura. Besatzungsstand. Ah ja, Locations, da haben wir's. Okay, hier ist die Liste. Hallo? Kashin. Okay, so wie ich das sehe, da ist das Ding und schräg links davon, also da ist das. Ja. Aber das ist echt eine coole Map, ey. Und dann haben wir das letzte Lager. Also ja, meintest du jetzt Freitag, um mal einen Tag noch zu reden, Freitagabend? Das hast du wahrscheinlich gemeint, wa? Dann gehe ich einfach mal jetzt aus dem Weg. Hey, ihr seht mich nicht. Ihr seht mich. Oh, die reden mich an. Aber es ist so schlimm. Ich will nur diesen Spotter einen noch. Ja, heute Abend, genau, Freitagabend kommt sicherlich, oder vielleicht am Mittag oder so. Ich weiß nicht, ob du mir auf, jetzt kommt das nächste, ob du mir auf Twitter folgst. Da werde ich das wahrscheinlich dann posten. Bei Instagram poste ich ab und zu eine Bilder. Schalte genau aus, lass die Falken los. Wen geht dann einen schweren Angriff ins Taumeln? Den wollte ich gar nicht töten. Warum? Ah, okay. Das ist ja eine lustige Aufgabe. Ich muss ja keine Falken befreien. Kann ich den jetzt mal bitte umbringen? Danke. Was hat er denn hier? Ich habe einen Berger. Nee, war. Ja, aber wieder auf Twitter könnte ich das ankündigen, das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Ja. Ansonsten, wie gesagt, wenn ich online komme, poste ich das ja auf meinen Social Media Kanälen. Ja. Damit man da immer up to date ist. Ein bisschen mehr Widerstand überhaupt. Aber egal, wir haben es gleich geschafft hier den Spot und das war mir wichtig.
Wie spielt denn da so ein bisschen Musik hier? Ups, wollte ich gar nicht machen eigentlich. Wo ist denn hier Doshaw? Ja, hier. Ah, echt schwere Besatzung hier, wa? Also. Hä? Ja. Ich bin so ein Killer. Ja, macht mir echt Laune mit feinen Bogen zu spielen, bin ich ehrlich. Weiß nicht, macht echt so aus der Ferne und so, bin ich feier ich. Eisen. Nicht mehr Eisen. Kuckuck. Lustig ist auch, diese Map, die ist ganz begehrt im Multiplayer-Modus. Ja. Im Multiplayer-Modus wird die sehr gerne gespielt. Die sieht auch echt cool auch. Digga, wie hat er mich denn jetzt gesehen? Lass mal die Kiste aufmachen, ganz entspannt. Es gibt einen Multiplayer, ja. Jimmy Player hat Multiplayer nämlich ganz groß geschrieben. Ja, gibt es. Den gibt es. Den werde ich vielleicht auch mal streamen, ja. Aber das Problem ist halt so, du kannst da nichts großartig gewinnen. Das heißt gewinnen, aber nichts großartig freispielen für den Singleplayer, was ein bisschen schade ist, so. Finde ich. So, mein Controller glitscht schon wieder, als wenn hier irgendwie wieder was in der Nähe ist. Aber das kann halt. Achso, ja. Muss ich die wenigstens suchen. Kannst du ein bisschen herausfordern. Ja, das ist ganz cool. Da hast du zum Beispiel hier diese Map, diese kleine mit dem Schiff, die du siehst. Und dann hast du, bist du zu viert. Einer kann Samurai spielen, der ist halt mit der Waffe sehr gut. Einer kann Jäger spielen, der ist halt mit dem Bogen sehr gut. Geist ist mit Tarnung und so sehr gut. Kann aus dem Verdeckten sehr gut angreifen. Und dann gibt es noch den Ronin, der kann deine Freunde heilen. Dich und deine Freunde, ich kann mit Kollegen. Und dann musst du halt 15 Wellen einfach überlegen und überleben und drei Gebiete verteidigen. Und die Gegner mal hingerannt kommen. Ja, so ist es. Es ist wirklich sehr witzig, der Multiplayer. Also mir hat das Spaß gemacht, aber dadurch, dass du halt nicht so richtig freispielen kannst, ist halt schade. Genau, das gibt es ja auch, diese Stelle im Multiplayer. Ich hab's aber ganz gut genug, aber nochmal, wa? Eisen, wichtig, wichtig und richtig. So, jetzt muss ich ja das Schwarzbruder-Versteck noch zerstören, hab ich, wa? War da hier gewesen, oder? Oh, nochmal Eisen. Ja, das ist es. Und dann haben wir auch das letzte Mongolenversteck hier besiegt. Hup, 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 hup. Wie schnell. Sehr, sehr gut. Ja, Multiplayer habe ich bis dato noch nicht gespielt. Vielleicht mache ich das, aber es gibt so Bronze, Silber und Goldliga und ich werde das erst in der Goldliga streamen. Ah ja, befallen besetzt mich in diesem Izuhara. In der Goldliga spielen, weil ich denke, das ist ein bisschen interessanter als Bronze. Bronze ist so halt, da kommst du erst rein. Silber ist schon fortgeschritten, aber Gold. Der
rachsüchtige Wächter und ich habe schon 7 Entschlossenheit. Und nochmal Gesundheit. Ist ja super. Rauchbomben, Stellfluss, oh, das ist ganz cool, eine Rauchbombe wird 25% der Gesundheit, aber damit spiele ich halt nicht. Ich lieber den offenen Kampf nehmen, ein bisschen Rolle, Pfeil, Kunai, schnell hin, einen ausschalten. Ja. Ja, wer jetzt hier alles im Stream ist und so, ihr könnt euch auch gerne abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann kriegt ihr auch noch ein extra Emote. Vielleicht lasse ich mir noch was anderes Schönes einfallen, ihr seid halt einer der Ersten. Nochmal ein großes Dankeschön an den Dead by Daylight Lobby, Dead by Daylight Dobby heute für den Abo. Game Watcher, den Abo mit Amazon Prime, wenn ihr Prime habt, könnt ihr nämlich gratis abonnieren. Auch eine sehr schöne Möglichkeit, finde ich. Ah, jetzt ist alles aufgedeckt. Boah, wie viel noch ist, so, das ist nicht unwichtiger Schmutz. Ich kann mich nicht hin teleportieren, schade. Okay, guck mal, jetzt haben wir noch ein paar kleinere Missionen. Den Ichikawa, diesen Idioten. Na, ich will mich da hier dahin teleportieren. Gerne. Ja, wie gesagt. Was hast du denn da geschrieben? Ich kenne das so schwer. Masako meinte, ich soll den verantwortlichen Mönch finden. Er kann vielleicht die Karte vom Bruder des Verräters lesen. Kino 185 halt? Was ist das? Das kenne ich nicht. Queen of Lost. Müssen wir mal erklären. Ist das jetzt hier Fremdwerbung oder wie habe ich das zu verstehen? Okay. Was hast du? Ja, was soll das sein? Germany Player. Quino 185. Ach, egal. Okay. Ja, super. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, Anschauen, Nachschauen. Und die Folge landet auch über YouTube, definitiv. Ich habe jetzt jeden Tag eine Folge Ghost of Tsushima, weil ja Dead by Dying Light durch war mit allem. Da haben wir heute eigentlich geschafft. Die Insel ist befreit. Dann geht es auf Insel 2 weiter. Die sind ein bisschen kleiner und die dritte ist auch noch ein bisschen kleiner. Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wir werden uns eigentlich jetzt auch viel mehr auf die Missionen stürzen und nicht mehr auf irgendwas hier Fahrzeichen frei machen, weil ja, brauche ich nicht, wahr? Großartig. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen, Anschauen, Nachschauen. Vielleicht sehen wir uns wahrscheinlich morgen, vielleicht mal morgen mal Mittagsstream oder so. Twitter in zerrer Welt, die Bescheid wissen, YouTube kommt alles, checkt die anderen Videos aus. Gebe ich immer sehr viel Mühe, dass das professionell und qualitativ auch sehr hochwertig für euch wird. Bin ich schon wieder hingeleiert. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten.